Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Team Rockets. Ich habe jetzt mein anderes Mikrofon genommen, weil mein anderes, sagen wir mal, kaputt ist, weil bei dem anderen Mikrofon ist mein Ständer kaputt gegangen. Ne, jetzt nicht falsch verstehen. Und deswegen müsste ich, wenn ich damit aufnehmen möchte, das auf dem Tisch hinlegen. Und das möchte ich eigentlich nicht so. Das heißt, ich nehme es mit meinem Headset wieder auf. Hat anderen seine Vorteile. Zum einen höre ich jetzt den Sound besser, was ihr jetzt hört, also zum Beispiel den Sound vom Spiel. Der Nachteil ist allerdings, dass man mich verkratzter irgendwie hört. Überhaupt nicht halt normal. Ist so ein bisschen komisch jetzt wahrscheinlich für euch, falls ihr es gewohnt seid mit meinem alten Mikrofon. Aber genug geredet, jetzt gehen wir zurück zum Spiel. Wir haben schon über Spielen reden, ich habe gerade das Spiel gesehen, Spanien gegen Kroatien. Die hatten vielleicht eine Chance zu gewinnen, meine Güte, die hätten nur ein Tor schießen müssen. Na gut, gegen Weltmeister ist es schon schwer. Aber hätten die ein Tor geschossen, wäre Spanien raus gewesen. Und das hätte mich sehr gefreut, weil Deutschland und Spanien sind die Favoriten in diesem Turnier. Und wäre Spanien raus, wäre Deutschland sicherlich als EM-Meister schon abgestempelt worden. Von anderen, sag ich mal. Von mir nicht wirklich, es gibt noch andere Angstgegner. Frankreich und Italien sind so auch ein paar Angstgegner von mir. Also, ja. Und gegen Italien werden wir wahrscheinlich im Halbfinale antreten. Also, ja. Das wird noch richtig, richtig spannend. Also, ich glaube nicht, dass Deutschland mit uns neben Umständen Europameister werden kann. Aber, na gut, reden wir jetzt nicht über EM, sondern über unser Spiel. Ich bin jetzt ins Gras gegangen, einfach mal so zum Wiedereinstieg ins Let's Play hin, weil ich habe lange keinen Part mehr gemacht. Der letzte war, glaube ich, am Freitag, und jetzt ist Montag. Ne, am Donnerstag war er und jetzt ist Montag. Weil am Freitag, Samstag und Sonntag kann ich nicht so viel aufnehmen, weil ich noch Schach habe und aus noch privaten Gründen eben, ne? Das heißt, ich kann ganz sicher Parts am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag rausbringen. Freitag, Samstag und Sonntag wird es schwer, aber sonst geht es eigentlich immer bei mir mit dem Rausbringen von LPs. Kraus Days, das muss ich auch mal wieder machen. Ein paar neue Parts, da habe ich noch keine gedreht, aber ich habe so viel Minecraft noch gemacht. Das heißt, ich muss mal einen Tag lang kein Kraus Days hochladen und stattdessen Minecraft, damit sich das wieder ausgleicht, weil ich habe viel zu viel Minecraft gedreht. Ja, okay, ich wollte jetzt genau, was wir jetzt machen, ich möchte ja jetzt einen Simseller fangen. Wir haben ja im letzten Part eins gefunden, aber wir konnten es leider nicht fangen, weil wir keine Bälle mehr hatten. Aber jetzt werden wir jetzt nachholen, und zwar kaufen wir uns jetzt ein paar Bälle. Hier müsste es Superbälle zum Verkauf geben. Ja genau, Superbälle, kaufen wir uns davon mal 20 Stück, ich glaube, wir müssen für Simseller reichen. Ich meine, das sind Superbälle, ne? Aber damit einen 40er zu fangen, das voll entwickelt ist, könnte auch schwer werden. Das müssen wir dann schon richtig, richtig gut schwächen mit einer Statuswendung und so. Na gut, wir haben ja Statuswendung. Wir haben ja unser Ultrigaria und unser Dragon hier mit einer Donnerwelle-Attacke. Okay, gehen wir jetzt zur Höhle. Und fangen uns einen Simseller. Unser fünftes Team-Pokémon. Das sechste könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, weil ich ja gesagt habe, dass ich eine Angel möchte. Ah, ich erzähl's euch jetzt am besten gleich, für die es immer noch nicht hören wollen. Mein letztes Team-Pokémon ist ein Gyarados. Das heißt, unser Team wird bestehen aus Rex, Gyarados, was haben wir denn noch? Ich habe lange kein Pokémon gespielt. Dragonier, Smogmog und, Dingens. Na, was ist denn noch? Was haben wir denn noch? Ulster 10, ja, genau. So, trainieren wir dabei ein wenig. Ich muss nur aufpassen, dass ich Rex nicht entwickle. Wir wollen es ja erst in 10 Leveln entwickeln, wenn es Flammenwurf lernt. Weil wenn es ein Arcani wird, dann lernt es keinen Flammenwurf mehr. Was ich schon tausendmal in diesem Let's Play erzählt habe. Okay. Ein Dauboga. Wollen wir gegen das antreten? Ja, Rex hat nicht so viele Schaden genommen. Machen wir es halt durch. Und gegen Simsela haben wir auch genug Optionen. Haben wir Ultrigaria oder ne, Sanzene haben wir jetzt inzwischen schon. Oh ne, ich hasse es. Das habe ich auch beim Training gemerkt. Jedes
zweite Taubo, gegen das ich gekämpft habe, hat Wirbelwind eingesetzt, dadurch konnte ich überhaupt nicht leveln. Ah, gegen die zwei haben wir noch nicht angetreten. Machen wir es einfach mal, ich hole es nach. Excuse me, can you see we're talking here? Entschuldigung, siehst du nicht, dass wir hier miteinander reden? Nein, ihr steht da nur rum und schaut euch an. Das heißt gar nicht, dass ihr miteinander reden müsst. Das ist eigentlich gegeneinanderseitiges Armstarren, was ihr da macht, und kein Reden. Aber egal, boah, jetzt hätten wir uns Imsala hätten, dann könnten wir den Zerazov ganz cool killen mit einer Psychokinese. Aber wir haben noch keins, das heißt, wir müssen erst improvisieren mit Alduine Junior. Was ist das? Furious Vibes? Furienschlag? Ne, das kann gar nicht sein, Razov kann kein Furienschlag. Karateschlag. Aber was war die andere Attacke? Kometenhieb? Keine Ahnung. Ne, Kometenhieb kann ja nur Nocturne. Ach, ich weiß auch nicht, ich kenne mich mit Razov nicht so wirklich aus. Und die Rap-Taktik, Mist. Oh mein Gott. Das fängt schon mal gut an. Ich wollte jetzt ein bisschen rappen. So, es wird gerappt, Alter. Okay. Was kommt jetzt? Magma. Cool, dass hier Magma kommt. Hatten wir, glaube ich, noch nie in einem Erstgenerationsspiel begegnet. Kann das sein? Ich weiß auch nicht. Oder sind wir schon mal Magma begegnet? Nee, ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir Magma in einem LP begegnen. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es in Saphir gibt es kein Magma. In Schwarz gab es auch keins. In Rot haben wir, glaube ich, keins gesehen, obwohl es da welche gibt. Und in Gelb gibt es keine Magmas. Doch, in Gelb gibt es Magmas. Der Pyra hatte, glaube ich, eins. Aha, also es ist doch nicht das erste Magma, gegen das wir antreten. Also gut, jetzt wird gerappt. Ich habe darauf jetzt wenig Lust, mir das jetzt anhören zu lassen mit diesen. So, und jetzt kommt sein Freund dran. Ihr Freund, meine ich. You bro, chill! Don't listen in on us! Hey bro, beruhige dich. Ja, hör auf uns zuzuhören oder so. Also im Original hat der, glaube ich, einen Shiki und der hat einen Blitzer. Oh mein Gott. Blitzer hat ein richtig gutes Pokémon. Aber nichts gegen eine Dick-Attacke. Verdammt! Können sie unser Dick jetzt vermasseln, Sonderschock. Ja, gut. Rix hat es noch geschafft, das Blitzer zu killen. Und es erreicht Level 41. Jetzt muss ich daran denken, es nicht entwickeln zu lassen. Erst mit neuen Leveln entwickeln wir es. Nein, du entwickelst dich nicht. Nur für die, die gerade zuschauen. Ich weiß, im Vulcano kann man mit einem Feuerstein entwickeln, aber in dieser Edition können sie sich durch Level entwickeln. So. Jetzt sind wir schon fast bei der Höhle. Und genau da ist sie. Richtig. So, da ist die Höhle. Auch bekannt als Azuria City im Azuria. Perfekt! Azuria Höhle. Alakazam. Alakazam. Diesen Takedown überlebst du doch, oder? Ich meine, du bist ein Simsala. Simsala! Aha! Ja, überlebst du noch eine Glut? Mal schauen. Ich vergaß. Simsala kann ja Genesung. Aus diesem Grund will ich sie auch haben. Weil Genesung eine richtig coole Attacke ist. Porygon kann auch Genesung. Alter! Und das Problem ist, die Gegner haben hier unendlich AP, das heißt, sie können immer wieder Genesung einsetzen. Also wenn man gegen einen Simsala antretet, vor allem wenn man es fangen will, ist es sehr schwer. Weil es ständig Repair einsetzt, Recover, sorry. Wir können aber auch einfach nur Superbälle schmeißen, aber das wäre ein bisschen lame. Das will hier ja keiner sehen, ne? Boah, sehr schön geschwächt. Jetzt versuche ich es mal einzuschläfern. Ah, wobei, ich probiere es mit Audio-Tuner, wenn man Gift-Pokémon verwenden, dann wäre das nur ein Nachteil, denn würde eine Psychokinese unser, oder ein Psychostrahl in dem Fall, unser Gift-Pokémon ist killen. Ah, ja, ganz knapp überlebt. Ah, scheiße, es ist verwirrt. Jetzt nicht selbst verletzen, ich weiß, du hast nicht gesehen, wie unser Smogon sich vor im Part 1 verletzt hat. Okay, ich riskiere es mit Satzenia. Simsala ist allerdings eins der schnellsten Psycho-Pokémon, das es gibt, mit Stun Spore. Oh, zum Glück kommt nur Disable, jetzt hat man Glück und es trifft. Ah, sehr schön. Sehr schön, und jetzt probier's mal mit dem Ball. Wenn der Psycho-Strahl kommt, ist Satzenia sofort tot. Aber ich muss es riskieren. So, hier unsere 20 Great Balls. Einmal.
Zweimal? Fail. Okay, die Paralyse blockiert jetzt erst einmal seine Runde. Jetzt aber. Eins, zwei. Ich hasse es, Pokémon zu fangen, die recover können. Ich probiere es mal mit Rasierblatt, vielleicht können wir es dadurch optimal schwächen, aber hoffentlich kein... Wobei, Rasierblatt ist immer ein Volltreffer, ne? Das weiß ich noch von meinem Visa Floor aus der Game-Edition, das war damals immer ein Volltreffer. Und es war ja auch normal, dass es immer ein Volltreffer war. Jetzt hör auf, sich ständig zu healen! Ja, du bist paralysiert, das ist mir schon klar, jetzt aber... Razor Leaf! Bam! So. Da es immer ein Volltreffer wird, muss ich nicht befürchten, dass es down geht, weil es immer gleich viel abzieht. Jetzt aber. Einmal. Zweimal. Nee, kein Ziehstrahl. Okay, das wird dann Szene nicht überleben. Ich glaube nicht. Oh, ich nehm's zurück. Ich dachte, dann Szene stirbt er sofort. Jetzt bleibt doch in dem Ball. Das ist schön eingerichtet mit Pool und Villa und allem. Drum und dran. Jetzt bleibt. In dem Ball drin. Simsella? Ich mein's ernst. Na gut, Konfusion ist nicht so schlimm wie Psystrahl. Uiuiui. Ja, es ist verwirrt, aber wir greifen jetzt eh nicht mehr an, außer es setzt Recover wieder mit ein. Yes! Alakazam wurde gefangen. Alakazam Psy. HT4C, 411 WT 106.0 LB. Its brain can't outperform a supercomputer. Its intelligence quotient is guide to be 5000. So, passt hin. Ja, okay, ich wollte es eigentlich Psychokille nennen, aber ich das fasse nicht hin, das heißt, ich muss abkürzen. Nein! Ich wollte eigentlich... Oh, ich wollte wieder... Das Problem hatten wir schon mal. Ich wollte eigentlich eine Leerzeile machen. Und jetzt habe ich... Jetzt heißt eben... Pü, Pü. Was heißt Pü? Pü. Py. Py. Ja, egal. Bleibt mal einfach bei Py. Egal, was es heißt. Py ist immer geil. Hey, wie heißt diese Simsala? Py. Py. Setze Konfusion ein. Py. Alter Schwede. Also für die Leute, die denken, was ist Py? Es... Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Tippfehler. So, ja, ich glaube, gegen dieses Giflor können wir noch... Oh, zum Glück ging die Attacke daneben. Ich hasse Poison Powder. Okay, Py müssen wir, glaube ich, jetzt nehmen, weil es ist ein Py. Py kann jeden töten. Na, so kann man an Spitznamen geraten. Aus Zufall in dem Fall. Aber wenn wir schon Py nennen, dann nennen wir es richtig. Ich gehe noch schnell zum Pokémon Center, dann mache ich Pause, gehe zurück zum Namenbewerter und nenne es anders. Aber es bleibt bei Py. Ich nenne es nur noch. Ich nenne es halt nur so, dass es Py so gesprochen geschrieben wird. Halt, ihr werdet es dann schon sehen. Okay, wo ist das Pokémon Center? Ich habe den Hack lange nicht mehr gespielt. Hier muss er ungefähr sein, ja genau. Weiß ich noch aus dem Training. So, haben wir Py denn dabei? Ja, natürlich, wir haben ja gesehen, dass es Py heißt. Bla 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 bla, okay. Gut, dann mache ich jetzt Pause, renn schnell nach Lavandia oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Simsala wieder hier. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Moment, Musik. Okay. Unser Pokémon heißt jetzt Py. Ich habe es jetzt so benannt, just for fun. Und damit für die sich jetzt fragen, warum heißt es Pokémon Py? Es war ein Tippfehler. Ein Tippfehler. Okay. So, und jetzt können wir wie ganz normal jetzt weitermachen, jetzt da wir trainiert sind. Wir müssen allerdings Py trainieren, denn Py ist momentan unser schwächstes Pokémon, auch wenn man es kaum glauben kann, aber es ist ein Py. Okay,
Okay, gehen wir nochmal durch diese Höhle. Da bin ich ja beim Training durch Speed durchgegangen. Und jetzt werden wir hier gleichzeitig ein bisschen trainieren. Wobei gegen einen Fleckmann zu kämpfen mit einem Psycho-Pokémon namens PY ist schwer. Das heißt, ich werde jetzt mal fliehen. Ich wollte PY noch richtige Killer-Attacken beibringen. Durch TMs. Aber ich glaube, die wird. Ja, ich wollte ihnen Elektro-Attacken beibringen, aber die möchte ich mir für Smogmog eher aufheben, weil Smogmog kann auch Elektro-Attacken. Das heißt, wir werden PY wahrscheinlich andere Elektro-Attacken beibringen. Vielleicht Donner und ja, Donner wäre für PY wäre doch richtig geil. Dann werde ich Smogmog Donner Blitz beibringen. Und kann Smogmog Flammenwurf? Ich glaube, nee, Flammenwurf gibt es hier noch gar nicht. STM. Feuersturm könnte Smogmog gelernen. Aber ich glaube eher, ja, Smogmog spielt ja eher auf Verteidigen. Der wäre ein Feuersturm. Da wäre ein Feuersturm wohl eher besser für ein Feuer-Pokémon. wie unserem Arcani zum Beispiel. Also ich werde, glaube ich, Arcani Feuersturm beibringen und Erdbeben. So, Bodenattacken halt. Smogmog werde ich Donnerblitz beibringen, Explosion, Toxin auf jeden Fall und Schlammbad wird bleiben. Das werden ungefähr die Attacken von Smogmog sein. Dann wird unser... okay, wieder weghören für die unser neues Team-Pokémon nicht hören wollen. Unser Gyarados soll Hyperstrahl können... Surfer, wobei Blizzard wäre auch ganz gut eigentlich. Blizzard? Ja, Blizzard, ich weiß nicht, vielleicht Blizzard. Ich schwank zwischen... Ja, auf jeden Fall Hydro-Pumpe wird es lernen, Surfer, Hyperstrahl und noch eine andere Attacke. Dann, was haben wir denn noch? Ah ja, Dragonier, genau. Dragoran, was bringen wir denn dem bei? Vielleicht sollte man Erdbeben doch lieber Dragoran beibringen. Ich meine, Dragoran spielt eher auf normalen Angriff, soweit ich weiß. Mal schauen, ja, auf jeden Fall müssen wir den dann physische Attacken beibringen. Das wird noch richtig, richtig interessant mit den Attacken, das kann ich euch schon sagen. Bibor. Also fliegen wird es auf jeden Fall können. Also fliegen hätten wir schon mal eine Attacke, ne? Dann schwank ich zwischen Erdbeben. Oder wir können den noch andere Attacken beibringen, wie Eisstrahl. Eisstrahl, vielleicht sollten wir den nicht... Ja, vielleicht wäre Eisstrahl besser für... ja, ich glaube, den bringe ich Eisstrahl bei. Eisstrahl, ja. Eisstrahl ist cool. Aber wir müssen leider erst Eisstrahl finden. Und dafür müssen wir nach Prismania Steel. Eisstrahl konnte ja auch unser Dragonier in der roten Edition in unserem Speed Let's Play. Und jetzt benutzen wir ein Dragonier in einem Pokémon Rotec. Was für eine Ironie, oder? Naja, laufen wir jetzt zurück zur Stadt und testen unser neues PY. Na komm, die Kämpfe überspringe ich jetzt. Wir wollen ja uns ja nicht stundenlang den ganzen Party aufhalten. So, jetzt sind wir wieder in Oranien City, wo wir hier nicht an diese Angel kommen. Na gut, gehen wir zuerst in den Hafen. Wir haben ja da schon jede Menge Trainer besiegt. Und jetzt, hier könnt ihr super angeln, aber wir haben keine. Ah ja, wir waren ja bei diesem Heck oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man die Boote hier nennt. Heck oder Bug, keine Ahnung. Ich bin da überfragt, wenn es um sowas geht. Aber wir waren in unseren Let's Plays irgendwie ganz oft, schon oft in Schiffen drin. Im gelben Let's Play waren wir in einem Schiff drin. In Cryostasis sind wir schon die ganze Zeit im Schiff. Nein, nein, hier nicht. Im Cryostasis sind wir die ganze Zeit schon in dem Schiff drin. In der schwarzen waren wir auf dem Schiff, der in MS1 Royal. Im Rot Let's Play waren wir auch in einem Schiff drin. Wo geht's denn hier lang? Da geht's doch zum Ding, oder? Zum Heck, oder wie auch immer. Ja, genau, da geht's. Ja, gegen den haben wir noch nicht. Was haben wir denn noch als... Ah ja, wir waren noch im Saphir, da waren wir auch in einem Schiff drin.
In Call of Duty Modern Warfare 1 waren wir in einem Schiff drin, das ist untergegangen. Genau. Wo noch? Was haben wir denn alles displayed noch? Ich glaube in Yu-Gi-Oh! Waren wir auch in einem Schiff, oder? Nee, waren wir nicht. Am Ende konnten wir in ein Schiff rein, aber das haben wir ja nicht genutzt. Okay, was kommt jetzt? Im Psycho habe ich gesehen. Hypno oder so. Hypno war das, ne? Ja, Hypno, genau. Also, wir waren irgendwie schon in fast jedem Display in einem Schiff drin. Das wird, glaube ich, langsam Tradition in meinem Let's Play-Kanal, dass wir in jedem Let's Play oder fast jedem Let's Play in einem Schiff waren. Oh ne, Psychokinese auf Sansenia. Warum setzt sie überhaupt Sansenia ein? Gegen ein Psycho-Pokémon, das hatten wir doch schon mal. Na gut, weil wahrscheinlich, weil ich weiß, wann die Attacke überlebt hat. Na gut, jetzt gucken wir ein paar Italiener rum, weil Italien gewonnen hat gegen, keine Ahnung, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Irland, ne? Ja, gegen Irland. Warum kann ein Psycho-Pokémon eine Giftattacke? Das frage ich mich schon seit Jahrhunderten. Warum kann Hypno Giftwolke? Ich verstehe es nicht. Kann mir jemand da irgendwas Logisches darüber sagen? Ich glaube, vielleicht ich sollte im Wiki eine Frage stellen. Da kann man ja solche Fragen stellen im Poké-Wiki. Die wird dann von so einem Professor beantwortet. Dann sollte ich mal stellen, warum kann Hypno Giftwolke erlernen, obwohl es kein Gift-Pokémon ist? Ja, genau, das mache ich, glaube ich, mal. Aber da muss man sich, glaube ich, erst anmelden. Ich glaube, das mache ich dann sogar für die Frage. Oh, nee, das ist nicht so gut. Mit einem vergifteten Pokémon mit Wickel angreifen. Das ist ja... Das ist ja überhaupt nicht gut. Okay, da wechseln wir. Was haben wir denn? Na, bekämpfen wir Gift... Ach, scheiße, das ist ja Psycho. Ah, schon wieder. Gift gegen Psycho. Natürlich kommt das Psychokinese. Ich könnte mich so erhängen jetzt gerade. Unglaublich, was ich da jetzt mache. Sludge. Unser Starter stirbt jetzt. Starter! Nein! Critical Hit sogar noch, oh Mann. Also Hypno ist richtig stark. Na gut, Psycho-Pokémon sind in dieser Generation allgemein alle stark, weil es hier keine Unlichtattacken gibt und nur wenig Käferattacken. Es gibt die einzige Käferattacke, die mir gerade einfällt in der ersten Generation, ist Blutsauger. Mehr kenne ich nicht. Also kann man nur mit Blutsauger Psycho-Pokémon killen. Ist ja mal geil. Oh ne, unser Pokémon ist vergiftet, das mache ich auch nicht. Haben wir gegen die schon gekämpft? Gegen den haben wir schon? Haben wir gegen den schon? Hey Materi, let's do a little chick? Ja, egal. Was heißt chick? Kann mir das jemand sagen? Egal. So, Materials, Sailor sent out Divgong. Divgong, na gut, da sind wir mit PY ganz gut. Psybeam, PY, use Psybeam, fürchte PY. Heuler. Na gut, falls PY irgendwelchen Damage kriegt, kann man es ja heilen mit Recover. So wie jetzt zum Beispiel mit Aura beim Aurora-Bam. Psy-Bam. So, wir setzen Psy-Bam-Bam ein. Er ist verwirrt. Jetzt selbst verletzen. Sehr schön. Scheiß Emo, verletzt sich selber. Und wir nehmen schon 23 Minuten auf. Den Part muss ich noch hochladen und rendern. Ich glaube, das muss ich dann morgen machen. Ich nehme den Part am Montag auf, falls ihr das seht. Am Dienstag. Und euch wundert, warum nimmt der jetzt am Montag auf? Es ist 23 Uhr und wie gesagt, mein Internet ist dann bald weg, ab 12 Uhr. Aus privaten Gründen mal wieder Double Slap. Warum heißt die Double Slap Attacke? Ich meine, greift ja noch nicht zweimal ein. Double Slap ist eigentlich eine Bezeichnung für zwei. Wenn, dann müsste die Attacke Multislap heißen. Naja, ist ja auch egal, ich bin hier kein Engländer. Subsidium. Und tschüss, Paul Will. Und PY erreicht Level 36. Wann nennst du Psychokinese? Mit Level 40, schätze ich mal. Keine Ahnung. Okay. PY hat seinen ersten. Na, Trainerkampf hinter sich, sag ich mal. Wobei, nee, es war nicht sein erstes. Es war schon sein dritter mindestens. Was sehe ich denn da? Na gut, jetzt können wir die anderen Kabinen endlich machen. So. Hallöchen. Heißt du meine Pokémon? In all my travels, I've never seen any Pokémon slap. Lick this on it.
It was something like this. Snorlax. Sleepling. Also Relaxo, ne? Kennen wir aus der gelben Edition. Unser Team Pokémon aus der gelben Edition. Check out what I fished up. Okay, er sagt, schau mal, was ich gefangen habe. An Land gezogen habe oder so. Ich glaube, das sagt er im Originalen auch. Kann ich mich erinnern. Tentra, cool. Ah, perfekter Gegner für PY. Simsola, PY. Aber er, es wird geheilt. So, ein Recover für PY. Ah, Boa Constrictor schon wieder. Senkt unsere Geschwindigkeit. Und jetzt ist es schneller auf einmal, weil unsere Geschwindigkeit gesunken ist. Wegen der Umklammerungsattacke. Aber diesem Zeit, ich wollte sagen, wird er nicht überleben, aber hat überlebt. Ja, psychische Strahl ist anscheinend nicht so stark. In Psychokinese ist besser. Wir haben ja Psychokinese, aber vielleicht bringen wir es einem anderen Pokémon bei. Welchen Pokémon wollen wir dem Psychokinese beibringen? Flobrio. Das ist Lamos, ne? Hallo Slowbro, die Entwicklung von Phlegmon. Disable, ich will hier ein bisschen sabotieren mit dem Disable. Ah, ich muss mich mal wieder healen, aber ich will zuerst Disable haben. Warum geht die Attacke daneben? Haben wir kein Glück oder was? Na gut, bei Disable ist ein bisschen Glück dabei. Er muss ein bisschen Glück dabei sein, damit sie trifft. Na toll, nur Glück. Was sag ich denn schon wieder? Natürlich ist nur Heuler blockiert. Die Useless-Liste Attacke vor allem gegen Simsola, weil Simsola greift eh speziell an. Jetzt kommt Panzerschutz, er ist seine Verteidigung, aber es hilft ihnen gar nichts gegen unsere Spezialattacke. Ah, nicht sehr effektiv, ich hab's vergessen, ist ja selber ein Psycho-Pokémon. Ich muss wechseln. Und zwar zu Satsinia. Ich hätte Satsinia vielleicht auch noch benennen sollen. Zu Schlucker oder so, keine Ahnung. Okay, er ist nicht mehr blockiert. Jetzt kann er wieder mit Heul angreifen, aber er greift mit Headbutt an. So, das wollte ich schon immer machen. Ein Wasser-Pokémon mit Razor Leaf angreifen in diesem Let's Play und jetzt können wir es endlich machen. So, vor allem in diesem Schiff, wo sehr viele Trainer Wasser-Pokémon haben, ist es ganz besonders von Vorteil. Ah, leider kein neues Level Up für Victreebel oder wie auch immer. Victreebel. Ah, wie süß, nur ein Goldini. So, hier eine neue Frisur für dich, Goldini, und tschüss. Genau, ich nenne den Friseur. Friseur Sanzinia. Ja, ich nenne den Friseur, weil es Rasierblatt kann. Genau, das mache ich. Muss ich nach dem Part noch dran nicken? Ja, gut, wir beenden den Part jetzt eh gleich. Da werde ich dann wieder pausieren und dann das dann wieder reinschneiden. Und dann wieder mich zurückbegeben nach Blub Blub Schiff, wie auch immer. MS. Wie heißen die? MS Park, glaube ich, ne? Ja, MS Park. Ein fliegender Park. Ne, ein schwimmender Park. Electek sieht man auch selten in einem Erstgenerationsspiel. Finde ich gut eigentlich. Gut, dass es nicht paralysiert ist, war das PY. PY kannst du nicht paralysieren. PY schlägt jeden. Okay, James defeated Gentleman. Okay, James found Max Aether. Ja. So, wie viele Kabinen sind es noch? Wollen wir die noch zu Ende machen in dem Part? Ne, noch nicht, ne? Machen wir im nächsten Part, wir haben ja genug Zeit. Okay, ich glaube, hier will keiner kämpfen. Oh yes! I have seen some Pokémon! Very people across the water! Pokémon kann kurz doofen, small bush has. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Pokémon können keine... Pokémon können Büsche zerschneiden. Do you like a strong or rare Pokémon? Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Das sagt er, glaube ich, auch im Originalen. Ja, das sagt er im Originalen. Und im Original hat er zwei Vulkanos, das weiß ich. Alter Schwede, was wird denn da uns jetzt für unsere Fresse gelegt? Das ist ja unglaublich, ein Rosana. Oh mein Gott, das findet man im Original auch selten.
Naja, gut, ist das Pokémon mit dem längsten Ruf, das es gibt. Das weiß ich. Kann auch richtig starke Eisattacken, also ist ein richtig gutes Pokémon in der ersten Generation. Aber leider kann man es sich auch sehr schwer holen. Jinx. Also Rosana. So, PY Grow to Level 37. Was kommt jetzt? Haunter, das ist Alpollo, das weiß ich ganz genau. Keine Ahnung, ich weiß es irgendwie. Ich habe hier den Namen irgendwie gemerkt. Ich fand den Namen Haunter so geil eigentlich für Alpollo. Und jetzt kämpfen wir gegen eins. So, hier können wir es leider nicht rappen, weil es ein Geist-Pokémon ist. Die sind immun gegen Normalattacken wie Rap. Das heißt, wir müssen es erst paralysieren. Na gut, ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn man Rap gegen ein Geist-Pokémon einsetzt. Da passiert schon was. Aber es kriegt keinen Damage. Ich zeig's euch mal. Rap, it doesn't affect any Hunter. So, der hat Angriffe zwar immer fortgesetzt, was auch hier angezeigt wird, aber es kriegt keinen Schaden dadurch. Oder kriegt Schaden? Ich sehe es gerade nicht. Nee, es kriegt keinen Schaden, ne? Oder kriegt er Schaden? Oh, sieht man, glaube ich, kaum. Ich probier's mal nochmal. Vielleicht kriegt er doch Schaden. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube eher nicht, ne? Sieht so aus, als hätte ich Schaden gekriegt. Wahrscheinlich einen KP oder so. Ne, es kriegt keinen Schaden. Da habe ich mich wohl geirrt. Wäre aber schön gewesen. Oh Gott. Na gut, Geist gegen Psycho. Normalerweise Geistattacken gegen Psycho sehr effektiv. Also Schlecker, kein Schlecker jetzt. Das wäre sehr effektiv. Und auch keine Hypnose. Keine Hypnose, ich hasse Hypnose, vor allem gegen mich. Fangen wir es mal. Oh verdammt, geht nicht. Nice try, Rocket. Geil. Na gut, es ist auch noch verwirrt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo, wach auf, PY. Wenn ein Schlecker kommt, bist du down. Das ist dir schon klar, ne? Zum Glück kommt eine Confuse Ray. Na gut, er ist paralysiert zum Glück. Das verschafft uns ein bisschen Zeit, bis unser PY aufwacht. Wach endlich auf, PY. Du bist cool. Wach auf. Nightshade, das ist Nachtnebel. Ist auch der Name, klingt auch sehr viel. Na toll, ausgerechnet jetzt, wenn es aufwacht, geht's down. Danke, PY. Du hast mir echt einen großen Gefallen getan mit dem, was du gerade abgeliefert hast. Pennt hier bis zum Umfallen und dann wacht's auf und wird gekillt. Also sowas mache ich überhaupt nicht. Eigentlich hätte Alpollo in anderen Spielen die Fähigkeit Schwebe, aber jetzt können wir ruhig Dick einsetzen und die ist sehr effektiv. Boden gegen Gift. So, ich glaube, den Trainer hätten wir jetzt auch. Aber machen wir die Kabinen noch fertig. Da ist nämlich noch eine. Rare Candy, ein Sonderbonbon. So, die noch für den Part und dann beende ich den Part. Dann sehen wir uns jetzt gleich, wie wir unser Sanzinia Friseur benennen. Eieiei, Knuddeluff. Wollen wir rappen? Ja, komm, rappen wir oder wollen wir rappen? Ich meine, das ist ein normal Pokémon und hat sehr viele KP vor alledem. Na, ich greife mal. Eine neue Frisur für Wigglypuff. Wigglytuff heißt, sorry, Wigglytuff. Oh, das wäre jetzt gewesen, wenn unser Razor Leaf blockiert wäre. Okay. Los, komm jetzt. Die letzte besetzt Clefable. Was? Clefable? So heißt doch ein Spiel Fable, oder? Clefable. Pixie. Setzt alle beiden Fee-Pokémon ein. Also, ja. Knuddeluff und Pixie. Metronom. Eine zufällige Attacke. Was war das denn jetzt? Staccato ist es, ne? Ja, Staccato. Die Spezialattacke von Owei. Oh, that was very close. Warum haben wir so viel Knappheit in diesem Let's Play? Weil ich so schlecht spiele oder weil das Spiel so knapp gemacht wurde? Nee, ist auch egal. So, die Let's Play hat mir geschlagen. Wie viele Kabinen sind es noch? Eins, zwei, nur noch zwei. Ach komm, machen wir es gleich zu Ende. Wir sind hier nicht in Pussyhausen. Okay, der will schon mal nichts. Have you seen the Poké Safari in
all close Barock. It had many rap hits of kinds of Pokemon. Me and my daddy think the Poké Safari is Ave Somme. Was ist Ave Somme? Ich hab keine Ahnung, na gut. Oh je, zwei Listen hier. The trainers on this ship are all nice. Diese Trainer auf dem Schiff sind alle nett. Ja, das sieht man. Did you get invited here, Thor? Bist du hier auch eingeladen? Nein, nicht wirklich. Ich habe hier den Wachmann mit einer Pistole bedroht. Ja, genau. Sowas kann nur Team Rocket. Nun gut, aber wir haben jetzt genug von diesem Schiff. Jetzt müssen wir das Schiff natürlich verlassen. Ich glaube, es meint noch Inscreen. Laufen wir noch Inscreen nach Blub Blub Town, nach Lavandier. Allerdings können wir das speeden. Das ist ja nicht wirklich etwas Interessantes. Dann wird halt der Part noch länger. Da werde ich mich beim Rennen wieder ärgern. Aber naja, ist ja auch egal. Oder ja, komm, laufen wir Inscreen mal dahin. Dann könnt ihr so sehen, wie ich so offscreen trainiere oder wie schnell in dem Fall. Das wird wahrscheinlich an meinem Rot-Let's Play erinnern, wo ich nur gespeedet habe. Bla bla bla, jetzt hört ihr wahrscheinlich meine Tastatur, weil ich so hart in die Tasten spiele gerade. Na, hier müssen wir nicht speeden, so. Jetzt wieder durch die Cave. Lop lop, Chiu-Dude, bla da 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 da. Sind wir hier richtig? Ja, ne? Slowpoke. Das Slow-Pokémon. Dam da dam dam. Nein, 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 nein. Ich bin falsch gelatscht. So, hier, da. Dick da. Hier, da ist ein Dick da. so, sind wir gleich da. Zumindest in Saffronis City. Wir müssen auch langsam mal durch diese Azura-Höhle oder was auch immer die Höhle für einen Namen hat. So, jetzt sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Speeden. Hier gibt es rund um viel Gras. So, hier können wir wieder speeden. Dam, 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 dam. Und wir sind wieder in Lavandier. Oder wie auch immer die auch Stadt auch heißt. So, hier ist der Namenbewerter. Wie wollen wir den... Ah ja, wir wollten den, ja genau. Friseur wollten wir den nennen. So. How about it? Okay, Finne, what should we name it? F-R-I-S-E-U-R. Friseur. Friseur. Da habe ich einen besseren Namen. Aber ich frage mich, ob es hinpasst. Ja, komm. So, okay. F-R-I-S. Wo ist das L? 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 Gibt's da kein L oder was? Nein, hier gibt's kein L. Nein. Ach, mach ich einfach so. Es macht mir ja mit RE. Free Eure. Na toll, da fehlt ein S. S. A. Nein. A. E. Nein. U. Frisäure. Also der Friseur und die Säure. Machen wir eine Frisäure draus. Frisäure. Weil Sanzenia kann ja Säure. Ist ein kleines Wortspiel, versteht ihr? Aus Friseur und Friseur und Säure. Frisäure. So, ich glaube, das mache ich offscreen wieder zum Schiff zurückklatschen. Aber ich will wieder eine genaue Zahl haben. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 40 Minuten aufgenommen. Ich laufe da mal ein bisschen zurück. Dann sage ich schon mal Tschüss für den Part. Dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Part von Team Rocket Edition oder Minecraft oder
Cryostasis, was auch immer ihr sehen wollt von mir. Oder vielleicht bei einem anderen Let's Play, falls es ein altes ist, dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Schauen von diesem Let's Play. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Part.